Liebe Eurovisionäre, wir sind heute hier in Köln und treffen unseren Star für Oslo, Lena Meyer-Landrut. Und zwar reden wir mit ihr übers Abi, übers Star für Oslo sein und über Oslo, und zwar auf Norwegisch. Oh, so. Ach, wir wollten hier entspannen, ne? Entspannen. So. Genau wie Lena fahren wir von eurovision.de ja nach Oslo. Und deswegen habe ich uns einen Oslo-Führer mitgebracht und wir lernen schon mal ein bisschen Norwegisch. So, Hilfe ist schon mal gelb. Also wenn es mir völlig schlecht geht und ich wieder komplett durchdrehe in Oslo, schreie ich nur noch Yelp, Yelp. An richtig warmen Sommertagen lassen sich so manche Osloer Arbeit Arbeit sein und fahren mit der Fähre, dem Auto oder dem Bus nach Bygodøy und nach Hug, Oslos bekanntesten Badestrand. Wenn du jetzt nicht unser Star für Oslo geworden wärst, wo wärst du denn dann hingefahren? Normalerweise muss man dann nach dem Abi irgendeine Reise um die Welt oder irgendwas. Hättest du irgendwo sowas gemacht? Ja, wir wollten eigentlich nach Australien für ein paar Monate. Oh, krass. Und du hast aber ja auch in der Schülerband gespielt, ne? Bin ich da richtig informiert? Oder auf jeden Fall hast du schon in Bands gesungen? Ja, also in der Schülerband, das war mal so ein Wochenendprojekt, das haben wir mal gemacht. Und da haben wir so 2 bis 5 Coversongs gespielt. Und dann habe ich halt, habe ich mich mit einem Freund von mir getroffen, manchmal. Und wir haben ein bisschen Gitarre gespielt, so. Auch, aber irgendwie auch. Und dann haben wir uns gedacht, es wäre witzig, wenn wir Stenorette heißen. Stenorette 2080 hießen wir, weil so ein Aufnahmegerät so hieß. Und dann haben wir uns eine Website gemacht, also so eine MySpace-Seite, ne? Wo am Tag vielleicht 2 Leute draufgeklickt haben. Ich habe hier Schmerzen, das musst du auf dein Auge zeigen. Jeha, smert daher! Jeha, smert daher! Jeha, smert daher! Wie, dein Bein auch? Jeha, smert daher! Lena ist ja nicht nur unser Star für Oslo, sondern auch Abiturientin. Und zwar hat sie gerade alle Prüfungen abgelegt und das mal so ganz nebenbei, während sie noch ihr Album aufgenommen hat. Wie schafft man das? Ja, aber Abitur ist ja alles gut gelaufen, ne? Alles irgendwie so... Klar, weiß ich noch nicht. Also geschrieben habe ich es jetzt, aber die Noten kommen erst noch. Also notfalls musst du halt irgendwie einmal nochmal schreiben. Das nicht... Nee, willst du nicht? Nee, würde ich nicht. Echt nicht? Nee, absolut. Sondern? Fachabi haben. Weiß nicht, das ist ja... Ja, ich bin ja nicht doof, aber so lernen ist einfach nicht so mein Ding. Also so stupides Auswendiglernen von irgendwelchen Jahreszahlen, das finde ich so, ja, nicht so relevant. Lena war zwar gar nicht auf einer Waldorfschule und ich auch nicht, aber wir zeigen euch jetzt trotzdem exklusiv hier auf eurovision.de den Oslo-Tanz. Oslo! If I sat next to you, that wasn't my intent. And if my hand falls on yours, it was coincidence. I'd stay in the room until you're gone. So, und jetzt begleiten wir Lena noch auf dem Weg ins Studio. Da singt sie heute Abend und zieht sich noch ein bisschen die Texte rein. Today, 'cause I give it back what you're giving to me. And there's a lot more coming your way. I sit there alone again till you find me out. What is a hold up? Wir sind jetzt hier angekommen im Studio. Für Lena geht es in die Probe. Und wir winken hinterher und sagen viel Spaß in Oslo. Wir sehen uns in Oslo. Hadebra!